Hallo, mein Name ist Andreas Rockenfeller. Ich bin hier auf der Baustelle Sanierung der Bühnen der Stadt Köln. Bin zuständiger Projektleiter aus dem Fachbereich 7, dem Kundendienst bei Apleona Wolfarts. Und wir sind hier zuständig für die Mangelbeseitigung bei den Leitungen im Bestand. Wir prüfen quasi hier die ganzen Anlagen, Leitungsführungen, Luftkanäle, Brandschutzklappen, technische Komponenten. Prüfen, sind sie richtig eingebaut, sind sie mangelhaft, sind sie schadhaft, und koordinieren und organisieren die Ertüchtigung, sprich Reparatur, Austausch und Planung. Wir haben hier 200 Bereiche, die wir betreuen müssen, allein im Opernhaus und nochmal ähnlich viele im Schauspielhaus, Kinderoper und Opernterrasse. Wichtiges Tool, was wir hier nutzen, ist das sogenannte Planradar-Tool. Dort sind jegliche Bereiche der gesamten Baustelle einmal aufgezeigt, wo wir Stellen markieren und dann uns darum kümmern, wie die abgearbeitet werden. Wir verteilen sie an die entsprechenden Firmen, dokumentieren sie für den Bauherrn, für eventuelle Rechtsstreite mit dem Vorunternehmen, das hier gearbeitet hat. Ausbildung habe ich seinerzeit gemacht im Ruhrgebiet, im Kreis Recklinghausen, und bin dann mit 25 Jahren dann quasi nach Köln gewechselt, einfach um mal was Neues kennenzulernen, außer das Ruhrgebiet. Habe dann dort in einer Leiharbeitsfirma angefangen, wurde von Apleona dann tatsächlich auch mal entliehen, stellvertretend, und habe dann nach einiger Zeit dann die Anfrage bekommen, ob ich nicht bei der Apleona selber anfangen möchte, war damals noch Wolfarts, Bilfinger Wolfarts. Habe dann als Monteur gearbeitet für ungefähr 3,5 Jahre in Bonn und wurde dann gefragt, weil ich meinen Techniker über die Abendschule gemacht habe, ob ich nicht Interesse hätte, einen Technikerposten irgendwann auszufüllen. Habe dann 2015 im Februar in das Büro nach Köln gewechselt und bin dort für mehrere Jahre im Kundendienst Service gewesen und später dann quasi in die Gruppe Wartung primär rüber gewechselt. Und hier jetzt quasi seit letztem Jahr im März. Ne, so habe ich quasi alle Bereiche mal durchlaufen, angefangen mit, als Monteur noch mit Heizungswartung, dann als Projektleiter für Wartung Kleinreparaturen und jetzt als Projektleiter für den Bereich Lüftung. So alle Gewerke, sag ich mal, reingeschaut, Erfahrungen gesammelt und mitgenommen. Und natürlich diverseste Arbeitsmethodiken kennengelernt. Sei es jetzt die kleinen Reparaturen, sei es kleinere Wartungen, bis jetzt hier zu mehreren Millionen Projekten. Ja. Seitdem bin ich hier, bis hoffentlich die Baustelle 2024 abgeschlossen ist.